So, dann starten wir durch. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es steht außer Frage, dass eine hochleistungsfähige digitale Infrastruktur für den Erhalt des Innovationspotenzials in unserem Land von ganz herausragender Bedeutung ist. Und das Zusammenspiel von schneller Internetanbindung, modernen Kommunikationsnetzen und einer stabilen IT-Infrastruktur das Fundament bildet für erfolgreiche Unternehmen, Startups und Forschungseinrichtungen. Darüber müssen wir heute sprechen und ein Auge darauf werfen, wo stehen wir denn beim Ausbau? Ja, das ist, dürfte ich um ein bisschen mehr Ruhe an der Seite bitten? Ganz herzlichen Dank. Genau, also darüber wollen wir und darüber müssen wir heute sprechen. Wir wollen uns anschauen, die verschiedenen Aspekte und Herausforderungen, denen wir uns gegenüber sehen, um diesen starken Innovationsstandort zu erhalten. Wir wollen einen Blick darauf werfen, wo stehen wir in Deutschland beim Ausbau der digitalen Infrastruktur? Wo können Politik und Wirtschaft noch besser zusammenarbeiten als schon in der Vergangenheit, um Deutschland als Innovationsstandort zu stärken? Und welche Herausforderungen bestehen denn im Hinblick auf die Entwicklung und den Ausbau einer sicheren digitalen Infrastruktur? Wir haben eine tolle Runde hier zusammengebracht heute von Experten aus Wirtschaft und Politik. Wir sind noch nicht ganz komplett zusammengekommen, aber hoffen darauf, dass Herr Langen gleich noch auftaucht. Und ich freue mich sehr, dass Sie im Raum geblieben sind, um uns zuzuhören, diesem nach wie vor hochbrisanten und wichtigen Thema zu lauschen, und freue mich hier auf die Runde meines Panels. Mein Name ist Valentina Deiber, ich bin Vorständin für Recht und Corporate Affairs bei der Telefonica Deutschland AG, den meisten von Ihnen wahrscheinlich als O2 bekannt, bin hier beim Wirtschaftsrat Leiterin der Bundesarbeitsgruppe Digitale Infrastruktur, und in der Funktion darf ich heute dieses tolle Panel moderieren. Und meine Gäste und Gesprächspartner heute sind Marco Alexander Breit, der Leiter der Stabsstelle Künstliche Intelligenz im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Benjamin Sokolowski, Geschäftsführer und Vice President Government Affairs von Qualcomm, Sören Wendler, der CSO der Deutsche Giganetz GmbH, und vierten Gast haben wir heute noch dabei Tobias Lang von der Myra Security, der wie gesagt noch in den Irrungen und Wirrungen der Gebäude hier am Pariser Platz unterwegs ist. Aber wir wollen nicht mehr länger warten und gerne einsteigen in unsere Diskussion. Und ich habe gesagt, ich würde gerne ein bisschen darüber reden, sozusagen, wo stehen wir denn beim Ausbau der digitalen Infrastruktur? Und Herr Breit, ich weiß, Sie sind Vertreter des Wirtschaftsministeriums und kein Vertreter des Digitalministeriums. Trotzdem sind Sie hier der Vertreter sozusagen der Bundesregierung, und deshalb würde ich gerne mit Ihnen anfangen und Ihren Blick bekommen. Wie schätzen Sie denn die aktuelle digitale Infrastruktur in Deutschland ein? Welche Fortschritte sehen Sie vielleicht insbesondere in den letzten Jahren? Und um vielleicht auch schon dann auch noch mal ein bisschen die Brücke zu schlagen zu Ihrer Hauptaufgabe im Ministerium, welche Rolle spielt denn aus Ihrer Sicht das Thema künstliche Intelligenz und Internet der Dinge bei der Weiterentwicklung der digitalen Infrastruktur? Ist das was, was sozusagen einen positiven Effekt haben kann, den Ausbau weiter voranzutreiben, auch die Akzeptanz weiter voranzutreiben? Wie schätzen Sie die Gesamtgemengelage ein? Ja, vielen Dank, Frau Deiber, für das Intro und auch für die quasi Exkulpation durch den Titel, in der Tat BMWK. Wir haben am Anfang der Legislaturperiode die restlichen Zuständigkeiten, die wir für den digitalen Infrastrukturausbau haben, an das BMDV, an das neue, komplett abgegeben. Insofern habe ich wenig Handhabe, die Dinge weder ins Gute noch ins Schlechte zu beeinflussen. Und vor allen Dingen möchte ich auch den Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht in den Garten gehen, indem ich ihnen sage, hier auf dem Panel, was sie alles besser machen könnten. Ich möchte aber an dieser Stelle zwei Sachen sagen zu dem Thema. Das eine ist,
wir diskutieren seit mittlerweile, ich weiß nicht, 10 Jahren, ich bin 2014 ins Bundeskanzleramt gegangen und seitdem diskutieren wir die Frage der digitalen Infrastrukturen und ich finde das ehrlich gesagt eine bemerkenswerte Zeit, dass wir in diesen 10 Jahren, gefühlt in 10 Jahren, sind ja jetzt 9, es nicht geschafft haben, diese Frage endlich zu lösen. Das ist eine ziemliche, sagen wir mal, das ist eine ziemlich bemerkenswerte Bestandsaufnahme. Aber ich finde, das Thema ist mittlerweile so groß, dass wir 3 andere Dinge mindestens auch noch zur digitalen Infrastruktur zählen müssen. Und das tue ich bewusst vor dem folgenden Hintergrund. Erstens, weil es staatliche Aufgabe ist, ein Stück weit Infrastruktur bereitzustellen und Rahmenbedingungen, damit Unternehmen wirken können, damit Unternehmen innovative Geschäftsmodelle auf die Straße bringen können und die dann auch zu Skalierung und am Ende auch zur Kapitalisierung bringen können. Und das Zweite, warum es wichtig ist, diese Dinge, die ich gleich erwähne, als digitale Infrastruktur zu bezeichnen, ist, es ist auch eine ganz essentielle Grundvoraussetzung für den Erfolg. Also nicht nur, dass es eine staatliche Aufgabe hier was zu tun, sondern es ist auch eine Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg. Das sind 3 Dinge über die einfachen Glasfaserkabel. Ich mache es jetzt mal ganz platt zu hinaus. Das eine ist, wir sind in einer Zeit, in der auch durch den Chat-GPT-Moment Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres allen nochmal bewusst geworden ist, dass wir bei KI von einer Basistechnologie reden, die vieles, vieles revolutionieren wird. Und da ist die Frage, wie spielen wir da mit? Und deswegen gehört KI und an der Stelle runtergebrochen nicht, dass wir ein europäisches KI-Unternehmen haben, das ist gar nicht der Punkt, sondern die Tatsache, dass wir ein breites, verfügbares für Unternehmen, auch für KMU verfügbare High-Performance-Computing-Kapazitäten und AI-Kapazitäten haben, ist eine digitale Infrastruktur. Das Zweite, was ein Level unten drunter ist, wo wir versucht haben, seit 2019 auch europäisch das Ganze zu koordinieren, was zur digitalen Infrastruktur gehört, ist das ganze Thema Cloud-Architektur, also Software as a Service ja, aber dann Platform as a Service und Infrastructure as a Service auch. Da reden wir auch seit einiger Zeit drüber, da sind sehr viele Dinge in der Industrie, die hätten passieren müssen, immer noch auf der Agenda. Es sind aber auch ein paar Dinge passiert, aber auch das gehört zur digitalen Infrastruktur hinzu. Und weil Sie eben das Wort IoT dann auch nochmal in die Diskussion geworfen haben, wenn man IoT zu Ende denkt, dann ist der vierte Faktor, der zur digitalen Infrastruktur ganz wesentlich dazugehört, sind verlässliche, resiliente Cybersecurity-Strukturen. Und wenn das ist Endpoint Security in großen Teilen, aber es hängt auch damit ab, dass das quasi auf einer souveränen europäischen Zugriff, auf einem souveränen europäischen Zugriff basiert, weil wir uns gerade im Bereich der Sicherheit natürlich nicht alleine davon abhängig machen können, was an anderer Stelle auf dem Planeten an Angeboten gibt. Es ist gut, wenn es Auswahl gibt. Ich will gar nicht gegen amerikanische oder britische oder israelische Lösungen sprechen, sondern ich will sagen, wir brauchen an der Stelle wirklich Souveränität im Sinne von Handlungsoptionen, die auch europäischen Ursprungs sind. Vielen Dank. Ja, lassen Sie uns doch mal sozusagen abschichten und mal anfangen mit dem, was man sozusagen klassisch unter digitaler Infrastruktur versteht und vielleicht 2 Blicke, einmal Richtung Mobilfunk, einmal Richtung Festnetz zu werfen. Insofern würde ich mit Herrn Sokolowski mal anfangen, sagen, wie ist denn Ihr Blick auf den Ausbau von 5G und perspektivisch auch 6G? Was bedeutet das für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands, die Innovationskraft des Landes, vielleicht auch einen Blick über Deutschland hinaus generell auf Europa blicken. Warum ist der Ausbau so entscheidend für uns und welche Hürden sehen Sie denn möglicherweise für notwendige Investitionen? Ja, sehr gerne. Vielen Dank, Frau Deiber. Und vielleicht vorweg 2, 3 Sätze zu der Rolle, die Qualcomm in dieser Thematik spielt, für die das Unternehmen nicht kennen so gut. Wir sind von Haus aus US-amerikanisch, haben aber mittlerweile einen Großteil unserer Forschung und Entwicklungstätigkeit auch in Europa und hier im Schwerpunkt in Deutschland ansässig. Qualcomm selber ist in gut 30 Jahren in der Entwicklung der verschiedenen G-Standards involviert. Das heißt also, die Technologie, die Sie in Ihren Smartphones nutzen, in vielen Anwendungen im Bereich Automotive, ist eine, die von Qualcomm mitentwickelt wurde. Wir haben ein sehr großes Patentportfolio in diesem Bereich. Insofern haben wir natürlich ein ureigenes, auch unternehmerisches Interesse, dass die Infrastruktur hier gut ausgebaut ist, denn sie ist sagen das Netz oder die Infrastruktur damit wesentlich auch für den Erfolg von digitalen Anwendungen. Warum ist das wichtig? Es ist natürlich deswegen wichtig, weil die Transformation der Industrie in Europa und insbesondere auch in Deutschland hin zu einer digital geprägten Wirtschaft mit digitalen Geschäftsmodellen maßgeblich davon abhängig ist, wie diese Infrastruktur
ertüchtigt wird. Und es ist zuvorderst aber auch eine Frage von europäischer Resilienz und von europäischer Souveränität im Kontext von globaler Sicherheit und der geopolitischen Situation, die uns allen bekannt ist. Und wenn man jetzt über den Status quo von 5G in Europa redet, wir haben vorhin eine bemerkenswerte Zahl gesehen oder gehört, dass Deutschland gar nicht so schlecht dasteht. Das stimmt, wenn wir die reine Abdeckung uns angucken. Gleichwohl ist es im europäischen Kontext nicht so und insbesondere auch im globalen Kontext ist es nicht so. Wir haben im Moment den Status quo, dass die Hälfte aller 5G-Base-Stations in China verbaut ist, die es auf dem Globus gibt. Das sollte uns ein Stück weit zu denken geben. Natürlich ist der Markt groß, aber vor allem die Geschwindigkeit, mit der wir in Asien die Möglichkeit sehen, 5G-Netze auszurollen, ist eine, in der wir oder von der wir in Europa mit Sicherheit viel lernen können. Wir haben eine ähnliche Situation in den USA, wo der Ausbau ebenfalls schneller vorangeht und effektiver ist. Das heißt also, in der Konkurrenz, in dem Wettbewerb der Wirtschaftsräume muss es uns auf jeden Fall zu denken geben, dass Europa nicht so schnell ist, wie es sein sollte, um global im Wettbewerb mithalten zu können. Und deswegen bedarf es, und das ist sozusagen die Herausforderung an der Stelle, glaube ich, drei Dinge. Auf der einen Seite müssen wir natürlich die Genehmigungs- und Planungsverfahren beschleunigen. Das ist, glaube ich, allgemein bekannt, um das Netz schneller ausbauen zu können. Damit eng verbunden, zweiter Punkt, das Thema, haben wir genug Arbeitskräfte, haben wir nicht. Also auch daran scheitert es häufig. Und wir haben dazu ja eine sehr intensive Diskussion, auch auf europäischer Ebene, nämlich woher kommen die Investitionsmittel? Haben wir Stand heute in Deutschland genug Investitionen in das 5G-Netz? Ja, vielleicht. Haben wir es im europäischen Kontext auch perspektivisch langfristig? Mit Sicherheit nicht. Also wie schaffen wir es auch, die Investitionen in die Infrastruktur zu verstetigen und auch auf breitere Beine und mehrere Schultern zu verteilen, ist mit Sicherheit eine Frage, die noch nicht zu Ende diskutiert ist. Davon, um das Thema anzureißen, sagen, getrennt zu betrachten, aus unserer Sicht ist das Thema 6G. Und gleichwohl ist natürlich 6G schon wichtig und auch wichtig, sich darüber auch jetzt schon Gedanken zu machen, weil die Unternehmen und auch die Regionen, die führend sind bei 5G, sicher auch bei 6G eine wichtige Rolle spielen werden. Wir sind immer als Qualcomm etwas zurückhaltend, das Thema 6G zu stark auch jetzt schon in die Diskussion, in den Fokus auch der politischen Betrachtung zu stellen. Auf der einen Seite ist es richtig, auf der anderen Seite läuft man damit auch Gefahr, den politischen Fokus auf die Umsetzung und den Ausbau von 5G zu errichten. Und das darf nicht passieren, denn bei 5G haben wir noch sehr, sehr, sehr viele Aufgaben vor uns. In der Tat. Sören, wenn wir mal wechseln, sozusagen zum Glasfaser, Ausbau zum Stand auch in Deutschland, vielleicht noch mal ganz grundlegend gefragt, warum braucht denn Deutschland eine hochmoderne Infrastruktur in Form eines flächendeckenden Glasfasernetzes, um sich zum Wissensstandort und Innovationsstandort zu transformieren? Warum ist das so wichtig? Ich meine, jetzt haben wir gehört, 5G sind wir ja gut unterwegs und haben einen guten Stand erreicht, vielleicht noch nicht an der Spitze Europas, aber ganz okay. Okay. Und warum brauchen wir jetzt noch Glasfaser? Danke, Valentina. Dann greife ich den Punkt gerne mal auf, auch zur Einordnung von unserem Unternehmen. Wir sind als Deutsche Giganetz einer der drei großen eigenwirtschaftlich finanzierten Glasfaserausbauenden Unternehmen in Deutschland, sind also genau dafür angetreten, diese Netze zu bauen, die es jetzt braucht. Und auf die Frage, Valentina, wir sind fest davon überzeugt, dass diese moderne Infrastruktur Glasfaser überhaupt erst alle Visionen der Zukunft, von denen wir sprechen, alle Zukunftsthemen überhaupt erst möglich macht. Und auf das Thema von Herrn Breit gerade eben nochmal einzugehen, Sie beklagten zu Recht, dass das Thema IoT und KI, glaube ich, hatten Sie 15 Jahre schon her gesagt. Wir müssen leider resümieren, dass im Glasfasermarkt, die Technologie ist in den 70er Jahren erfunden worden. In den 80er Jahren haben einige Nationen das bereits als ihre Technologie für den Ausbau ihrer Infrastruktur benutzt und das lässt sich leider resümieren, obwohl wir es als Deutsche erfunden haben, die Technologie haben wir es noch nicht flächendeckend im Einsatz. Und man kann resümieren, um von der Industriegesellschaft zur Wissenschaftsgesellschaft sich zu entwickeln, braucht es eben dieses flächendeckende Netz in jede Wohnung. Und man darf auch fair sein und ehrlich sein,
sein, dieses rasante Wachstum, was wir da sehen, ist, und dann muss man einschränken, die Corona-Situation hat beigetragen dazu, dass das Bewusstsein der Menschen sich verbessert hat in Richtung, da kommt was auf uns zu, aber möglicherweise hat es auch, war es ein blaues Auge, weil ob das jetzt das Handy ist, was wir hier auf dem Tisch liegen haben, ob das die Always-On-Situationen sind, ob das jede Woche kommen neue hungrige Apps raus, neue Updates, Applikationen, an die wir auch gar nicht denken, KI, um ein Beispiel zu nennen. Was heißt das? Wir haben eigentlich eine Exponentialfunktion vom Datenwachstum zu resümieren. Und wenn wir Netze bauen wollen, die eben in 3, 4, 5 Jahren noch taugen und diese Vision auch, von denen wir sprechen, dann auch aushalten, dann müssen wir jetzt diese Netze bauen. Wir haben gerade mal je nach Partikularinteressen getriebenen Statistiken irgendwas so zwischen 10% und 15% FTTH-Versorgung in Deutschland, also ein Riesenberg von Arbeit noch vor uns in Deutschland. Und wenn wir mal aufzählen, was sind es für Themen, die es da auf diesen Netzen später mal abzubilden geht, dann ist es eben gar nicht mehr irgendwas mit Gaming und Shishi, sondern es ist eben die Energiewende. Da dreht sich gerade mal was um, dass eigentlich auch die regionale Erzeugung von Energie die Praxis wird, dass man auch diese Angebot- und Nachfragethemen steuern wird. Es ist auch die Verkehrswende vom ÖNPV, wo es ein ganz massiven nutzerzentriertes Angebotsverhalten geben wird. Es sind natürlich die vielen Themen rund um Smart City, ja, also was natürlich jeder kennt, ist der Public Wi-Fi, aber auch das Thema Licht und Waste und Sicherheitslösungen werden einen immer relevanteren Teil einnehmen. Du sprachst gerade an, 5G, alles Netz, aber 5G-Netz ist auch zum Großteil ein Festnetz, also eigentlich alle Micro-Sites, Makro-Sites brauchen Glasfaseranschlüsse, um dann diese enormen Lasten abzutransportieren. Wir haben einen digitalen Wandel auch, wir haben insofern, dass wir ein Problem haben mit Arbeitsplätzen, mit Menschen, die das ausüben können, also auch die digitale Verwaltung als Beispiel genannt. Also ich könnte es unglaublich lang noch fortsetzen, was diese Netze der Zukunft eigentlich alles aushalten müssen. Und am Ende ist es eine Frage, wollen wir unseren Wohlstand in Deutschland sichern? Wollen wir die Art des Lebens verbessern, die Art des Arbeitens verbessern? Und wir haben auch ganz frisch eine Studie in Auftrag gegeben und zurückgehalten vom DEW Econ, dass dieser Nutzen, den ein Glasfasernetz, wenn es denn flächendeckend vorhanden wäre, in Deutschland allein 773 Milliarden Euro wöge. Ja, wenn wir es denn hätten, ja, innerhalb von einem Zeitraum von 5 Jahren. Also insofern alle gute Gründe auf dem Tisch, ja, Glasfasernetze zu errichten und fühle mich pudelwohl hier heute hier auf dem Panel, auch die Dinge dann anzusprechen, dass wir nicht in Sorge sein müssen, dass es kommt, davon sind wir überzeugt, sondern vielleicht auch Wege aufzuzeigen, an der Stelle viel schneller, viel pragmatischer und viel, viel zielgerichteter vorzugehen. Da werden wir mit Sicherheit noch drauf kommen, sind wir auch alle jetzt schon gespannt drauf. Jetzt darf ich aber erstmal Herrn Lang begrüßen. Schön, dass Sie es geschafft haben. Ich habe Sie schon ein bisschen hier in der allgemeinen Vorstellung quasi mit anmoderiert und Ihr Erscheinen angekündigt. Und das passt jetzt auch super in unsere Dramaturgie. Herr Breit hat am Anfang gesagt, eigentlich, wenn man vom Thema digitale Infrastruktur denkt, muss man immer verschiedene Bausteine mitdenken. Und einer seiner Bausteine war auch das Thema Sicherheit und Resilienz und da können Sie ja mit Sicherheit ganz gut uns auch noch mal zu ausführen, wie denn digitale Infrastrukturen gut geschützt werden können und welche Rolle dieses Thema Security by Design, also ne, das Thema Sicherheit beim Ausbau gleich von Beginn an mitzudenken, spielt aus Ihrer Sicht. Auf jeden Fall. Vielen Dank dafür. Wir sind ein IT-Sicherheitsunternehmen aus Deutschland und wir sagen immer, gute digitale Infrastruktur ist nur so gut wie ihre Verfügbarkeit. Wir schützen Verfügbarkeiten von Dingen, die nie offline sein dürfen. Und wir sind zum Beispiel in die Netze von 1&1 integriert und stellen dort eben beim Carrier direkt sicher, dass Internetanbindungen auch wirklich immer da sind. Security by Design fängt für uns wirklich schon auf dieser Infrastrukturebene an. Was meine ich damit? Also wir sehen in unserem Security Operations Center, dass sich Angriffe auf Infrastrukturen im letzten Jahr verdreifacht haben. Die Telekom stand gestern auf der Bühne und hat gesagt, 19.000 Angriffe pro Minute. Das heißt, die Telekom- und ITK-Branche ist wirklich im Fokus. Und unserer Meinung hilft dort wirklich nur ein Security by Design Approach, wie wir ihn auch als Sicherheitsunternehmen durchsetzen. Das hat für uns 3 Layer. Das ist physisch, digital und dann eben auch strategisch.
Was meine ich damit? Sie alle werden wissen, dass Rechenzentren gesichert sind, Zäune, Schlösser und so weiter haben. Das gehört natürlich dazu. Aber es gehören eben auch dazu, um Resilienz aufzubauen, Redundanzen, und zwar welche, die funktionieren. Um Unglücke abzufangen, aber auch um Lastspitzen abzufangen. Also wir schützen Ministerien, die zum Beispiel während der Corona-Pandemie so viel Last hatten durch Nutzer, dass die Infrastrukturen zusammengebrochen sind. Und diese Sachen müssen mitgedacht werden. Sie erinnern sich, im März, der Bagger in Frankfurt baggert die Glasfaserleitung durch. Und die Lufthansa hatte sogar Redundanzen aufgebaut, aber die haben nicht funktioniert. Also die sind zusammengebrochen. Das heißt, diesen physischen Redundanzgedanken von Anfang an mitzudenken und auch auszuprobieren, zu testen, ist wichtig. Wir sind in einem Rechenzentrum in Nürnberg. Das stand im August unter Wasser. Die Bundesarbeitsagentur war nicht mehr online. Wir und unsere Kunden waren schon noch online, weil wir mit einem bundesweiten und auch europaweiten Servicesystem das ausgleichen können. Physische Ebene. Was meine ich auf der digitalen Ebene? Drüben war das Cybersecurity Panel, es wurde viel um Threat Detection, um Phishing und so weiter gesprochen, aber auf der Infrastrukturebene ist es nochmal ein bisschen anders gelagert. Wir filtern zum Beispiel im Carrier-Netzwerk Angriffsverkehr gleich raus, der kommt beim Kunden gar nicht erst an. Das heißt, auch hier schon Security by Design eingebaut. Digital heißt, wir nutzen immer diese schöne Abkürzung TOM, technisch-organisatorische Maßnahmen. Jetzt habe ich über die Technik gesprochen, aber die Organisation ist auch sehr wichtig. Und das will heißen, jeder von Ihnen hat einen Brandschutzplan im Office und das wird auch getestet ein-, zweimal im Jahr. Wie viele von Ihnen haben digitale Notfallpläne und wie viele davon haben es getestet? All das ist auf digitalen Ebene auch Security by Design. Und die Ebene, die man immer mehr sieht, war letzte Woche auf der Smart Country Convention, ist die Ebene strategisch. Und damit meine ich zum Beispiel die Versorgung sichern. Wenn mir ein Rechenzentrumsexperte sagt, in Berlin werden Rechenzentren gebaut, wo die Stromversorgung nicht sicher ist, werde ich hellhörig. Also auch das gehört zum Beispiel dazu bei Security, bei Design. Abhängigkeit von Zulieferern im öffentlichen Bereich, momentan ein riesiges Thema, gehört auch dazu. Wem vertraue ich meine Infrastruktur an? Wer beliefert mich? Das sind so die größten Themen, wo Security by Design schon in der Infrastrukturebene mitgedacht werden muss, bevor man überhaupt an Endpoint und so weiter denkt. Das ist vielleicht ein gutes Stichwort zum Thema generell, mal auf den Rahmen zu schauen. Herr Breit, mich würde nur mal interessieren, wir haben ja vorhin, wie gesagt, diese unterschiedlichen Bausteine gehört und haben auch, oder zumindest hatte ich das so verstanden, dass wir gesagt haben, Thema künstliche Intelligenz kann ja durchaus auch ein Beschleuniger des Themas Digitalisierung sein, ja, also dazu beitragen, dass ja an der einen oder anderen Ecke Themen beschleunigt werden. Wenn ich jetzt so auf den regulatorischen Rahmen schaue, ja, ist das ja nicht immer so, zumindest ist das meine Wahrnehmung. Ich bin ja heute Moderatorin, aber ich darf trotzdem eine Meinung äußern, auch aus meiner Erfahrung heraus sind die regulatorischen Rahmen ja nicht immer zwingend innovationsfördernd, sondern können Unternehmen ja schon in besonderer Weise an der einen oder anderen Stelle sehr lange beschäftigen. Wenn ich jetzt konkret auf das Thema KI blicke, jetzt haben wir den AI Act aus Brüssel kommend, wie ist denn Ihr Blick darauf? Also ist das gut, die Innovation voranzubringen oder vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle Hemmschuh und wie sind denn die Diskussionen in der Bundesregierung mit dem Thema dann auch in der Anwendung in Deutschland umzugehen? Das ist eine so komplexe Frage, dass ich das irgendwie destillieren muss, das irgendwie in 2,5 Minuten hier runterbrechen zu können. Also die Diskussionen in der Bundesregierung sind vielschichtig. Das hat aber auch damit zu tun, dass das Ministerium für Wirtschaft, dem ich ja angehöre und das auch Federführer darin in der Thematik ist, hat als Federführerin auch die Aufgabe, einen Konsens herzustellen. Das führt am Ende, ich weiß, das ist jetzt für uns im Wirtschaftsministerium so ein bisschen unbefriedigend, das wird für Sie im Raum auch ein bisschen unbefriedigend sein, dass der Wirtschaftsaspekt natürlich quasi zu einem 1/16 in
diesem komplexen Abstimmungsprozess mit einfließt. Dann kommen noch die anderen Ministerien raus. Wir sind eine gewichtige Stimme. Am Ende ist das aber quasi dann nicht wirtschaftspur. Das ist auch okay so, weil so funktionieren politische Prozesse und so funktioniert auch eine Bundesregierung. Nichtsdestoweniger legen wir sehr viel Wert auf Innovationsfreudigkeit in der Regulierung und wir sind da auch im europäischen Konzert nicht alleine. Ich kann die Gelegenheit nutzen, um Ihnen hier zu sagen, dass das, was Sie vielleicht Ende letzter Woche gelesen haben bei Euraktiv und Politico, dass Deutschland und Frankreich das alles sprengen wollen, das ist, glaube ich, also ich will keine Medienkritik machen, aber ich will mal so viel sagen, das ist eine leichte Fehlwahrnehmung, die weiter kolportiert worden ist. Sie werden dazu in den nächsten Tagen deutlich positivere Nachrichten erfahren. Was heißt das aber am Ende? Ich habe eben schon davon gesprochen, digitale Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Aufgabe des Staates. An der Stelle, wo KI als Technologie ein Gamechanger ist, und das ist es auf jeden Fall, eine Basistechnologie, wie gesagt, auch ein Teil eine Infrastruktur, die wir bereitstellen, die wir bereit haben müssen, um es so zu sagen, sind innovationsfreundliche Rahmenbedingungen, nämlich, dass ich eine Technologie als KMU sowohl innovationsfreundlich anbieten kann, aber auch, dass ich Lust habe, diese Technologie als KMU zu nutzen, ist im Prinzip eine Sache, eine Frage von niedrigen Hürden. Mhm. Und diese niedrigen Hürden kommen auch dadurch, dass es Vertrauen in die Technologie gibt. Das ist der andere Aspekt der KI-Regulierung. Wenn ich also weiß, ich kann das Produkt nutzen, weil es ist auch reguliert worden, da sind im Prinzip durch Red Teaming zum Beispiel auch quasi durch verpflichtendes Red Teaming sind die gröbsten Böcke rausgenommen worden. Ich habe eine gesicherte Wertschöpfungskette, da gibt es Fragen der Liability, sind geklärt zwischen KMU und den großen Providern von Foundation Models und Large Language Models und solche Sachen. Dann ist das am Ende eine grundlegende Rahmenbedingung dafür, dass die Technologie in der Breite genutzt wird. Und das ist am Ende das Ziel des Bundeswirtschaftsministeriums. Wir wollen, dass KI als Technologie in der Breite der deutschen Wirtschaft genutzt wird, um unsere Unternehmen, die wir haben, in die Zukunft zu tragen und damit sie eben auf dem globalen Markt wettbewerbsfähig sind. Aber wir wollen auch Anbieterunternehmen schaffen für KI. Und da bin ich total dankbar, dass Sie quasi jetzt dann auch noch zum Panel zustoßen konnten, weil ich glaube, Cybersecurity ist wirklich das nächste große Feld. Und an der Stelle ist es auch ein Arms Race. Wir sind nicht nur in den Medien, quasi in Medienfragen, ich sag mal Fake News, aber auch die mittlerweile extrem leicht herzustellende Bild, Ton, Textaufnahmen von Adversary Actors nennt man es in der internationalen Politik, also Leute, die einem nicht wohlgesonnen sind, die diese Technologien nutzen, das wiederum zu zeigen, dass das Fakes sind, das ist ein Arms Race, aber am Ende ist gerade im Cybersecurity-Bereich, das haben Sie wunderschön gesagt, ein Arms Race und da ist KI unsere einzige Rettung, weil KI dafür sorgt, dass im Prinzip die resilienten, abwehrbereiten Strukturen überhaupt skalierbar sind und gerade, wir hatten es bevor Sie gekommen sind, darüber, IoT wird das nochmal verhundertfachen, diese Problematik. Und kurzum, letzter Satz, wir haben diese Dinge alle auf dem Schirm. Als Bundeswirtschaftsministerium arbeiten wir daran, dass die Regulierung in Brüssel, aber auch die Regulierung bei den G7, ich selber bin noch Vorsitzender des OECD-Gremiums, der sich mit KI-Governance beschäftigt, auch kein Gehör findet. Wir arbeiten da an verschiedenen Stellen daran, das möglich zu machen, aber wir sind natürlich auch nicht alleine. Aber man muss dazu bedenken, dass Vertrauen in die Technologie auch durch Regulierung passiert und die Regulierung nicht nur im Wege steht. Dann schwenke ich mal gleich noch mal ganz kurz zu Ihnen, Herr Lang, bevor wir noch mal in Mobilfunk und Festnetz abtauchen, weil Herr Breit das Stichwort Cybersecurity noch mal gebracht hat. Wie sieht es denn da aus mit dem regulatorischen Framework? Ist das, ich meine, gibt es ja auch eine Reihe von Maßnahmen, ne? NIS, KRITIS, Dachgesetz. Was ist das? Ist das Fluch oder Segen? Also ist das was, wo Sie sagen, da haben wir einen Rahmen, der gibt Sicherheit, den investierenden Unternehmen und auch am Ende des Tages den Anwendern, um dieses Vertrauen, was Herr Breit angesprochen hat, auch zu generieren, oder ist es doch eher Fluch? Ich würde sagen, Regulatorik ist auf jeden Fall ein ganz entscheidender Baustein für Sicherheit. Also wir haben jetzt schon sehr lange ein BSI-Gesetz, wir haben ganz lange schon KRITIS-Regulierungen, die unsere kritischen Infrastrukturen schützen. Und ich greife mir jetzt einfach mal das nächste große Gespenst oder das nächste große Thema auf, die NIS2, die wirklich nochmal ein Gamechanger sein wird. Und ich finde das vom Ansatz her sehr gut. Das heißt, wir haben heute eine Situation, wo Unternehmen, die kritische Dienstleistung für eine Gesellschaft erbringen, wo wirklich unser tägliches Leben dran hängt, die nicht unbedingt Schutzstandards erfüllen müssen, wo ich mich als Bürger mit wohlfühlen würde. Und da ist eine NIS 2,
die den Level nochmal anheben wird. Also wir sprechen momentan je nach Schätzung um die 3000 Kritis-Unternehmen deutschlandweit. Das sind bestimmte kritische Sektoren, natürlich Banking und so weiter, Wasserversorgung. Und durch die NIS 2 werden daraus je nach Schätzungen zwischen 30.000 und 40.000. Das wird sich dann weisen. Warum ist das gut? Weil es viel mehr Unternehmen dazu zwingt, wirklich einen Katalog von Cybersicherheitsmaßnahmen zu erfüllen. Und es zwingt auch Unternehmen, die jetzt schon kritisch sind, nochmal drüber zu gehen. Von daher auf jeden Fall ein Enabler. Was hat es mit Infrastruktur zu tun? Also wir sehen ganz oft, dass zum Beispiel kleine Rechenzentren, kleine IT-Infrastrukturanbieter, die noch nicht unbedingt alle Regularien erfüllen für eine kritische Infrastruktur, dahinter hängen Banken, da hängen Kommunen dahinter, da hängen Services dahinter, die wir jeden Tag brauchen. Und ich muss schon sagen, es erfüllt mich mit ein bisschen Angst, wenn ich sehe, wie leicht man diese Services abschießen kann. Und wenn dort neue Regulatorik vorliegt, die Schwelle absenkt, plötzlich müssen Unternehmen ab 50 Mitarbeitern und 10 Millionen Jahresumsätze in einem kritischen Sektor müssen kritische Cybersicherheit erfüllen, dann sage ich a priori, das ist erstmal eine gute Sache. Wir haben jetzt gesehen, Südwestfalen-IT vor 2 Wochen durch Malware lahmgelegt, 70 bis 100 Kommunen. Also die Angreifer suchen sich in der Infrastruktur natürlich die neuralgischen Punkte. Die Kommunen sind von der NIS 2 ausgenommen, gegen ihren Willen. Versteht kein Mensch in der Cybersecurity-Branche, aber da sollte eigentlich die Reise hingehen. Und ich kann nur sagen, wenn Sie kritisches Unternehmen sind, fragen Sie bei Ihren Infrastruktur-Providern, erfüllen Sie das? Und wenn Sie Infrastruktur an Ihre Kunden geben, Sie werden viel mehr kritisches Kunden haben über die nächsten Jahre und Sie müssen sich wirklich Gedanken machen, wie Sie das Sicherheitslevel auf allen Ebenen für diese Kunden sicherstellen können. Also im Schnitt werden Sie 10-mal mehr Kritis-Kunden an Ihre Netze angebunden haben. Herr Sokolowski, Sie, bei der Qualcomm beschäftigen Sie sich intensiv mit der Innovationskraft der in Europa forschenden Unternehmen im Mobilfunk. Welche Maßnahmen hat denn die EU-Kommission bereits ergriffen, um die Innovationskraft Europas in der digitalen Welt zu erhöhen und was sollte noch dringend angegangen werden? Ja, vielen Dank. Schöne Frage. Ich spanne es vielleicht mal über die EU-Kommission hinaus, weil es sozusagen durchaus ja natürlich auch eine Verantwortlichkeit auf Ebene der Mitgliedstaaten gibt. Vielleicht mal vorweg gesagt, ich glaube auch, und das ist ja in den vorherigen Panels auch schon durchgedrungen, wir sind eben, was die Innovationsrahmenbedingungen in Europa angeht, nicht so schlecht, wie wir es manchmal wahrnehmen oder auch es kolportiert wird. Warum hat sich ein Unternehmen wie unseres, was, ich sagte es ja vorhin, im Kern von Haus aus US-amerikanisch ist, dazu entschieden, inzwischen 10% seiner Forschung und Entwicklungs Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Europa anzusiedeln. Wir haben ungefähr knapp 5000 Mitarbeiter inzwischen in Europa, maßgeblich im R&D-Bereich, gut 2000 davon in Deutschland. Und der Grund ist im Wesentlichen zweierlei. Ein wesentlicher Grund ist, weil wir hier sehr, sehr gute Mitarbeiter finden, beziehungsweise auch der Standort attraktiv ist für Mitarbeiter, auch im globalen Kontext. Wir haben, was die Rahmenbedingungen angeht, für entsprechende spezialisierte Softwareingenieure bei unserem Standort, zum Beispiel Ingolstadt oder Nürnberg, keine schlechteren, sondern eher bessere Rahmenbedingungen, als einen entsprechenden Mitarbeiter in China zu finden. Wir haben, wenn ich einen Entwicklungsstandort nehme wie in Berlin, wo wir gut 30 Ingenieure haben, ungefähr gleichzeitig 19, 20 unterschiedliche Nationalitäten. Das heißt also, gerade auch für den Zuzug von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen aus der ganzen Welt haben wir inzwischen auch Rahmenbedingungen geschafft. Das Facharbeiterzuwanderungsgesetz tritt ja jetzt in Kürze auch in Kraft oder ist es, glaube ich, gerade. Das sind schon richtige Rahmenbedingungen, die auch durch die Mitgliedstaaten an dieser Stelle gemacht wurden. Der andere Grund ist, dass wir vor allem die Anwenderindustrie hier haben. Das heißt also die Kunden, die unsere Innovation nutzen. Und das bringt mich zu einem anderen Punkt. Ich glaube, es gibt nicht die im Kern
Innovationsunternehmen. Ja, jedes Unternehmen aus einem Selbsterhaltungstrieb wird Innovationen betreiben. Und solange wir es schaffen, die industrielle Basis in Deutschland zu erhalten, das ist in unserem Fall die Automobilindustrie, aber das sind auch Unternehmen wie Bosch, wie Siemens im IoT-Bereich, viele kleine mittelständische Unternehmen, werden diese Unternehmen einerseits selber Forschungs- und Entwicklungstätigkeit vollziehen und sie werden auch Unternehmen wie uns anziehen und dazu bringen, hier zu investieren. Wir haben eine integrierte Entwicklungspartnerschaft mit BMW, wo knapp 2000 Ingenieure zusammen am automatisierten Fahren arbeiten. Sowas machen sie auch als US-amerikanisches Unternehmen nur aus Deutschland heraus, weil sie einfach dicht beim Kunden sein sollen. Und deswegen ist unsere Sichtweise, dass wir sozusagen die Rahmenbedingungen für Innovation auch nicht losgelöst von den anderen Rahmenbedingungen betrachten können, die für den Erfolg von Unternehmen tätig oder bedeutsam sind. Das ist zum Beispiel ganz wesentlich auch die Frage des Marktzugangs im globalen Kontext. Dass also wir uns bewusst machen, Innovationstätigkeit muss verdient werden. Und das tun diese Unternehmen natürlich durch ihre ursprüngliche Geschäftstätigkeit. Das heißt, schaffen wir es, Absatzmärkte offen zu halten. Geopolitisch gerade ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, aber deswegen auch umso wichtiger. Vielleicht noch kurz zu auch der Frage, was kann die Europäische Kommission machen, beziehungsweise was kann sie auch noch besser machen, und da zwei konkrete Beispiele. Ich weiß nicht, wer von Ihnen schon mal Vergnügen hatte, sich im Rahmen von einem IPCI, also einem wichtigen Projekt of Common European Interest, ist der Regulierungsrahmen, der in Europa zum Beispiel für die Ansiedlung der Chipindustrie verwendet wurde. Etwas humorvoll ausgedrückt, nehmen Sie sich viel Zeit, ja, und besser in den Sommerferien nichts vor. Ich habe das mal gemacht, hat ungefähr 3 Jahre gedauert, bis es zu Ende verhandelt war. Nicht, weil die Bundesregierung so langsam war, sondern weil sie einfach auf Ebene der Kommission unglaublich langsame und bürokratische Prozesse haben. Und der zweite Punkt liegt uns sehr am Herzen. Wir haben im Moment gerade auf europäischer Ebene einen Regulierungsentwurf zum Schutz von standardessentiellen Patenten. Das ist etwas, was unsere Kerngeschäftstätigkeit betrifft. Auch die von anderen Unternehmen in Europa, insbesondere auch Nokia und Ericsson, die betroffen sind, glaube ich, heute jetzt nicht hier. Will sagen, manchmal müssen wir sehr genau aufpassen, welche Auswirkungen Regulatorik dann hat, um auf der einen Seite Unternehmen was Gutes tun zu wollen, nämlich den Zugang zu Technologie und Patenten zu erleichtern, gleichzeitig aber auch den Schutz und die Rahmenbedingungen für Patente nicht zu verschlechtern, aber schwieriges Thema. Aber schön, dass es war ja trotzdem ein Hoch auf den Innovationsstandort Deutschland. Insofern war es ja schön zu hören. Sören, darf ich nochmal bei dir, du hast vorhin sozusagen abgeschlossen mit diesem Ausblick schon darauf, auch nochmal was dazu sagen zu wollen, was jetzt noch notwendig ist, um den Ausbau der möglichst flächendeckenden Glasfaserinfrastruktur in Deutschland voranzutreiben. Also was sind sozusagen die entscheidenden Stellschrauben, um hier in Deutschland schneller voranzukommen? Ja. Da gehe ich gern drauf ein, und eigentlich haben wir ja als Branche die Glasfasernetze ausbaut eine ziemlich einfache Aufgabenstellung. Ja, wir sollen bis 2030 alle Haushalte mit Glasfaser versorgen, und das heißt, wir sollen eigentlich alle die Netze, die heute schon da sind, und die sind ja im Prinzip zwei im Wesentlichen, VDSL-Netz, irgendwas mit 60 bis 80 Jahre, was ja in der Regel von der Deutschen Telekom als Monopolzeit noch besteht, und das andere Netz ist das Koaxnetz, ersetzen. Ja, und das ist eigentlich die Aufgabe, um die es geht. Das kostet ungefähr 140 Milliarden Euro, so ein Netz zu errichten, und das Dilemma, was wir vorfinden, deswegen komme ich auch dann gleich drauf, was eigentlich Handlungs- und Stellschrauben sind, ist, dass die etablierten zwei, im Wesentlichen der Deutsche Telekom und Vodafone, eigentlich gar keinen Business Case haben, um diese Infrastrukturinvestitionen freiwillig zu tun. Insofern haben wir ja schon seit 2018 eigentlich ein Marktversagen, was festgestellt wurde, was dann zu dieser Förderkulisse führte, in unsäglicher Weise in allen Varianten dann weiter vorangetrieben. Das heißt, es braucht, also dadurch kam natürlich auch die entsprechende Regulierung dann auch zustande. So, also was braucht es jetzt? Wir müssen dafür sorgen, dass wir in Deutschland
die bereitstehenden Eigenmittel an, an Investitionen, dass wir diese auch wirklich abrufen, dass wir diese auch nicht verschrecken durch irrationales Verhalten der einen oder anderen Unternehmung und dass wir, das sind übrigens 50 Milliarden Euro gerade im Feuer, wenn man ehrlich ist, ist das Marktverhalten da wirklich unsäglich, um diesen Sprung dann auch zu ermöglichen. Was prangern wir an? Und ich kann vielleicht mal zwei, drei Beispiele nehmen. Es gibt, glaube ich, auch keinen von Ihnen hier im Raum, der zwei Gasanschlüsse bei Ihnen im Haus hat oder zwei Wasserrohre oder zwei Stromanschlüsse. Letztlich geht es darum, dass wir, wenn wir neue Glasfasernetze verlegen, dass es die eben durch einen TKU gibt, der dann die Investitionen baut, Investitionen trägt und das Netz baut und dann diese Infrastruktur per Open Access Dritten zur Verfügung stellt. Was wir erleben, ist ein politisch motivierter Überbau, sogenannter Doppelausbau strategisch, der ist Gift für die Finanzbranche. Ich meine, jetzt hat Deutschland sowieso schon ein Dilemma, dass natürlich in China als auch in den USA deutlich attraktivere Rahmenbedingungen sind und insofern es immer schwerer wird, auch generell in Deutschland große Investitionen Milliardenhöhe zu erreichen. Und wenn dann auch noch diese Planungsunsicherheit dazu kommt, dass wenn ich denn dann investiere, ist mein Asset. Und so ein Glasfasernetz hat eine Amortisationszeit irgendwo zwischen 15 und 30 Jahren. Das hängt von den Besiedlungsdichten ab, um es zu refinanzieren. Und das muss einen ordnungspolitischen Rahmen geben, wo wir dringend die Politik bitten, da genau hinzuschauen, weil dieses Verhalten der marktdominanten Teilnehmer ist nicht in Ordnung und der Raum ist auch viel zu groß. Man muss sich nicht in einem Ort, in dem möglicherweise ein Unternehmen wie wir ausbauen, ein zweites Netz errichten. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ein sinnvoller Ausbauplan, eine Ausbauliste zum Beispiel existiert, in dem man sich verständigt, wo in welcher Weise Netze errichtet werden. Also das würde ich sagen, ist ein großer Wunsch, dass wir in Richtung Bundesnetzagentur, in Richtung Kartellbehörde gucken, dass dieses missbräuchliche Verhalten unterbunden wird, weil es braucht diesen Rahmen der Planungssicherheit, es braucht dieses investitionsfreundliche Klima für Deutschland, für Glasfasernetze. Und ich kann nur noch mal betonen, die ganzen Themen, die wir heute hier auch diskutieren, wahrscheinlich auch in den Allianzforum und anderen, all diese datenhungrigen, tollen Themen sind nicht möglich, wenn wir diese Infrastruktur nicht in schnellster Zeit errichten. Und ein Zeitraum von nur noch verbleibenden 7 Jahren ist unglaublich schnell vorbei. Ich würde einen zweiten Punkt ansprechen, das Thema Förderkulisse als solches. Dann haben wir heute früh, glaube ich, alle diese Sorgen auch gehört, dass Fördermittel auch mal ganz schnell wieder verschwinden können, weil dieses Verhalten, was wir spüren, führt letztlich nämlich dazu, dass Investoren, ob das jetzt eine EQT ist, ob das eine OMAS oder andere Großinvestoren im internationalen Bereich sind, dass sie sagen, na gut, dann gehe ich eben mit meinem Geld woanders hin. Und das darf auf gar keinen Fall passieren, da müssen wir die Rahmenbedingungen schaffen, weil wenn es denn so wäre, das private Kapital zieht sich zurück, dann muss der Bund die 100 Milliarden oder mehr über Bundesfördermittel den marktdominanten Unternehmen zur Verfügung stellen. Förderkulisse an sich, das möchten wir auch noch aufsprechen, da ist eine ganze Menge Gutes passiert. Markterkundungsverfahren ist gut, die Möglichkeit eines Bürgermeisters, einen Branchendialog durchzuführen, ist gut. Das ist wichtig, um diese Interessenslagen der TKUs im unterschiedlichen Rahmen abzuklopfen. Aber die Dimension, in der wir hier Fördermittel ausreichen, ist dramatisch hoch. Gar nicht nötig. Wir haben Anträge derzeit von Kommunen, 971 Kommunen haben 7 Milliarden Fördermittelbedarf beantragt und mehrfach überzeichnet. Insofern, das sind also Rahmenbedingungen, die braucht es nicht. Man braucht eher eine intelligente Steuerung der Ausbauaktivitäten. Herr Breit, Sie wollten... Ich wollte mal kurz mein Wirtschaftsministeriumshut ablegen und mal den politischen Hut aufziehen, weil ich habe ja lange mal Kommunalpolitik gemacht und habe im Land gearbeitet, jetzt im Bund. Und es gibt noch eine Stellschraube, an die irgendwie nie irgendjemand denkt. Und das ist gar nicht ich jetzt, weil ich so klug bin, sondern einfach, weil man Kommunalpolitik gemacht hat. Und der Bürgermeister von Würzburg hat mir wild widersprochen, weil er hat es geschafft. Aber es ist eine Rahmenbedingung, die in Deutschland auch gilt. Man gewinnt mit Digitalpolitik und mit digitalem Ausbau keine Wahlen. Und man gewinnt sie weder auf Bürgermeisterebene oder auf Bürgermeisterinnenebene oder auf landespolitischer Ebene noch auf bundespolitischer Ebene. Und das ist ein Problem. Weil wenn ich mich als Bürgermeister hinstelle und sage, ich reiße jetzt mal die Straße auf, und das ist ja in Teilen, gibt es ja minimalinvasive Möglichkeiten, das zu tun. Und ich führe eben die Dialoge und ich gehe da rein. Die Leute haben das Problem, dass sie erstmal dagegen sind.
Und wenn, solange Sie als Bürgermeisterin oder als Kandidatin und Kandidat nicht belohnt werden für ein bisschen Boldness und das Thema anzugehen, haben wir im Prinzip weiterhin Beharrungsstrukturen. Und das ist eine Sache, die können Sie alle, wo auch immer Sie gerade herkommen, zu Hause vielleicht auch nochmal anregen und da auch ein bisschen was mitmachen, weil das ist ehrlich gesagt eine Sache, bei der ich ein strukturelles Problem sehe. Politisch wird man dafür nicht belohnt. Da darf ich direkt drauf angehen. Also ganz, ganz lieben Dank, Herr Breit. Das ist auch eins meiner Lieblingsthemen. Ich glaube, diese Edukation der Menschen, ja, also der, die am letzten, am Ende des Tages auch brauchen, die ihr Leben verändern könnte, ja, diese muss viel auf breiteren Fuß, da muss die Politik, glaube ich, eine Relevanz haben, klar, aber ich glaube auch die Leitmedien, dürfen wir nicht vergessen. Ja, dass, wenn Glasfaser nicht als das, der heiße Scheiß der Zukunft auch bei den Leuten in die Köpfe kommt, das brauche ich jetzt. Wenn das irgendwie als zu teuer und kompliziert in den Köpfen von einer Familie mit zwei Kindern verwurzelt, das muss aufhören. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass dieses Zielbild, Glasfaser ist ganz wichtig, das ganz, ganz eilig und das ist aber jetzt nicht teurer. Preis-Leistungs-Verhältnis Glasfaser-Kupfer ist viel, viel besser. Und vielleicht kann man einen Vergleich bringen, den wir eigentlich nicht wollen. Ich meine, auch das Heizungsgesetz von Herrn Habeck war, glaube ich, eine gute gemeinte Sache, mal im Ursprung. Sie ist nur ganz schlecht kommuniziert worden und das heißt, irgendwie sind jetzt alle dagegen und oder irgendwie haben sie damit ein Problem. Und genau das müssen wir für unsere Glasfaserinfrastrukturerrichtung dringend vermeiden. Den brauchen wir alle am gleichen Ende vom Saal, die Branche, die TKUs, die Politik und aber auch die Leitmedien. Was muss denn geschehen, damit noch mehr Menschen wirklich auf Gigabit-Konnektivität setzen? Wenn man die aktuellen Zahlen anschaut, sieht man ja, dass 90% der Haushalte auf Anschlüsse unterhalb von 1 Gigabit setzen und sozusagen die Nachfrage nach wirklich Hochgeschwindigkeitsanschlüssen überschaubar groß ist. Also was sind denn Ihre Gedanken vielleicht, also wirklich in die komplette Runde, hat vielleicht jeder einen Gedanken zu, was können wir tun, um die Nachfrage in der Gesellschaft sozusagen nach vorne zu bringen? War es an mich die Frage? Mit der stehe ich ja früh auf und mit der gehe ich ja abends ins Bett. Ja. Ich glaube, das war eine sichere Bank, die Frage zu stellen. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, ja, weil die Motivation der Menschen ist total unterschiedlich. Ein junger Mensch, der lebt so auf, für den ist das Thema stabile Leitung, always on zu sein, total normal. Eine 60-jährige ältere Dame, für die ist das Gigabyte und Co. total schwierig, das überhaupt zu unterscheiden. Also insofern glaube ich, wir müssen eine gewisse Form von Education insgesamt machen. Was ist eigentlich der Nutzen, der hinter diesen Glasfasernetzen im persönlichen Anwendungsbereich steckt, also im Bereich Telemedizin? Ich habe einen Ärztemangel, ich kann dann trotzdem noch irgendwie meinen Gesundheitszustand checken lassen und muss nicht auf einen Termin vielleicht in 3-4 Monaten warten. Also es gibt unglaublich viele Beispiele, wo wir in die Perspektive der Endkunden uns eintauchen müssen und müssen diese Storys erzählen, was sie im Alltag für positive Dinge ermöglichen und dann wächst, glaube ich, auch der Zuspruch. Und nochmal, wir müssen auch aufhören, Dinge zu verteufeln als kompliziert und teuer. Das wird nochmal auch ein Petitum von mir, weil gerade auch das Thema, das ist so jüngst eine Studie gewesen, ja, Glasfaser wird immer als total teuer. Das ist mitnichten der Fall. Wenn Sie Preis-Leistungs-Vergleich durchführen, ist das praktisch sogar ein günstigeres Produkt als im alten Kupfersegment. Gerne. Ich kann dazu nur sagen, ich glaube, Glasfaserausbau ist wahrscheinlich für den Durchschnittsmenschen so sexy wie IT-Security. Also jeder erwartet es. Ich erwarte, dass mein Netz schnell ist. Ich erwarte, dass das sicher ist und funktioniert. Und es ist erst ein Thema, wenn es nicht mehr geht. Wenn daheim im Homeoffice die Leitung zusammenbricht, mitten im Call, nicht cool. Oder wenn eine Phishing-E-Mail durchschlägt. Also da haben wir ein Akzeptanz- oder ein Wissensproblem. Wir haben das versucht mal mit relativ, wie soll ich sagen, jugendlich oder jungen und frechen Werbekampagnen, die das darstellen. Also wer für Meyer arbeitet, ist quasi ein moderner Sicherheitshero oder damit niemand ihre Daten klaut oder wichtig beim Daten und bei Daten, Sicherheit. Also Sachen, die für IT-Unternehmen jetzt eher ja, nicht so gemacht werden. Und ich muss sagen, der Zuspruch von jüngeren Menschen, auch von Leuten, die dann mit uns arbeiten wollen und die Metriken, die wir dahinter haben, um unseren Marketingerfolg zu messen, sagen, dass das schon funktioniert. Aber ich glaube, das müssen Sicherheitsunternehmen, das müssen Sie machen. Also einige Werbekampagnen von auch lokalen Glasfaseranbietern sind wirklich cool. Also die gehen direkt dahin, was bringt mir das? Und das müssen wir viel, viel stärker spielen.
Ist das vielleicht auch was, Herr Breit, wo Politik und Wirtschaft enger zusammenarbeiten könnten oder sollten? Bei mir geht es jetzt wie beim Hornberger Schießen. Ich habe jetzt eben bei der anderen Frage meine Antwort auf diese Frage jetzt schon selbst gegeben. Insofern kann ich jetzt nochmal alles wiederholen. Nee, ich glaube, wie gesagt, das eine sind politische Belohnungsstrukturen, ganz wichtig, weil sie Nachfrage halt einfach auch schaffen und weil sie Leute auch quasi, das ist eine Story, die Leute erzählen. Also es ist für sie, glaube ich, schwieriger, an den Haushalten zu klingeln und zu sagen, wir machen bei euch mal kurz hier und da und am Ende wird es teurer, und dann, aber könnt ihr besser Fernsehen gucken. Und dann sagt Oma Trudi, ich mache das aber sowieso noch über Kabel, ist mir völlig egal. So, aber der Punkt ist, als Bürgermeisterkandidatin kann man einfach eine andere Geschichte erzählen. Das sind andere Multiplikatoren, die auch quasi die Verantwortung ja haben, ein Gemeinwesen nach vorne zu tragen, das auf eine Perspektive von 8 bis 10 Jahren, deswegen auch dann andere, quasi an anderen Mechanismen hängen. Das Zweite, das, was ich eben schon gesagt habe, ich kann das aber nochmal unterstreichen, weil es der Gedanke ist es wert, glaube ich. Diese Dinge als Infrastruktur zu verstehen, hilft auch politisch. Weil die einen sagen, da muss man mit Förderprojekten ran, die anderen müssen sagen, naja, das muss der Markt regeln, dann gibt es quasi verschiedene Mechanismen, aber der Staat hat die Aufgabe, Infrastrukturen bereitzustellen. Und das ist nämlich genau der Punkt. Die Leute wollen, dass das funktioniert, genauso wie sie davon ausgehen, dass wenn es aus der Steckdose Strom kommt, wollen sie auch im Prinzip, dass die anderen Dinge einfach funktionieren. Das geht, da kann man auch ehrlich gesagt einfach davon ausgehen. Und diese Dinge als Infrastruktur, und ich meine jetzt nicht nur Glasfaser, sondern auch die anderen Dinge, natürlich auch Mobilfunk, aber auch die Rechenkapazitäten für KI-Unternehmen, zum Beispiel Cloud-Services, die funktionieren, Datenräume, die funktionieren, all diese Dinge als Infrastrukturen zu framen, heißt ganz klar die Verantwortung auch auf staatlicher Seite wahrzunehmen, dass man das angehen muss und dass das eine primäre Aufgabe ist der Daseinsvorsorge. Und dass diesen Frame-Change, den hätte ich gerne, ehrlich gesagt, auch als Bürger. Ich hätte tatsächlich sogar nur eine Ergänzung, fällt immer mehr ein, das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber eine Sache einfach nur ins Blau gesprochen, es gibt auch natürlich schöne Vergleiche im internationalen Umfeld, wenn man der Altinfrastruktur auch mal ein Etikett draufklebt, wann es denn zu Ende ist, damit würde helfen. Ja? Also wenn man sagt, das Kupfernetz ist dann eben in Jahr X, Y, Z dann abgeschaltet oder eine Regel, wann wird es denn irgendwie abgeschaltet? Weil die Verhaltensveränderung von Menschen, je nachdem wie alt man ist, ist natürlich unterschiedlich. Das eine ist das sexy neue Produkt, das andere ist möglicherweise auch der zu vermeidende Schmerz, und irgendwie kann man auch mit beiden Dingen arbeiten. Und das Thema Abschaltetermin würde ich gerne mal ins Diskussion einführen. Wir haben unser Hauptquartier in München und da macht die Stadt genau das. Wir trennen uns vom Kabelanschluss, Werbekampagne überall. Finde ich gut. Wir hätten noch ein paar Minuten übrig, auch sozusagen an Sie ins Publikum abzugeben, sofern bei Ihnen Fragen aufgekommen sind an die Panelisten oder Kommentare, nehmen wir die sehr gerne entgegen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir ein Mikro irgendwo haben, sonst. Ja, vielen Dank. Die zum Thema Glasfaserausbau, glaube ich, ist ein Punkt, dass der Nutzen für viele Anwender ja nicht gegeben ist. Wir sind eine vierköpfige Familie. In Corona haben wir mit 3 Leuten gleichzeitig Videostreaming gemacht. Ich war im Homeoffice, 2 Kinder Fernunterricht. Einer von den von Ihnen kritisierten Anbietern, 200 Mbit Downstream, hat das prima handeln können. Ja, es gibt viele Leute, die brauchen eben keine 200, 300, und solange sie, und bei uns wird gerade Glasfaser ausgebaut, wir machen das, aber wir machen das eigentlich nicht, weil wir das brauchen. Ja, bei uns zu Hause haben wir Telekom und noch einen anderen mit drin, also sind schon redundant, dann hätten wir 3 Dinger, aber wir gehen das mit. Aber viele Leute brauchen das nicht, und solange sie die Leute nicht überzeugen können, dass da ein wirklicher Nutzen ist, warum soll ich meinen Vorgarten aufbuddeln lassen, ne? Und ein Loch ins Haus machen und so weiter. Also ich glaube, der Nutzen, der fehlt noch ein bisschen bei vielen, die das eigentlich mitmachen müssten. Ich würde das gerne beantworten, um Sie aus der Verantwortung zu nehmen, dass Sie Ihre eigenen Produkte bewerben müssen. Ganz ehrlich, das erinnert mich ein bisschen an die Diskussion ums iPhone. Das braucht man nicht. Mir reicht doch vollkommen aus, telefonieren zu können und SMS. Das Problem ist, sobald die Plattform mal da ist, findet sich ein schöner Use Case, findet sich ein Geschäftsmodell da drauf. Und ich sage mal, Netflix wäre jetzt mit ISDN auch nicht gegangen.
Und der Punkt ist, sobald sie quasi die Möglichkeiten haben, die Rahmenbedingungen dafür haben, findet Wirtschaft einen kreativen Weg, das irgendwie auch als einen Use Case dafür zu finden und ihnen dann auch zu verkaufen. Und ich glaube, der ganze Fortschritt, ich will ja gar nicht sagen, das ist ein Ping-Pong-Spiel. Der Fortschritt geht erstmal von den Early Adoptern aus, die haben das dann, die machen dann irgendwas Spaßiges damit, werben dafür und plötzlich sind andere hungrig. Ich sage das jetzt als Wirtschaftsministerium, wie gesagt, damit Sie Ihre Produkte können Sie gerne noch tun, aber auch so ein bisschen aus der Pflicht kommen, das jetzt irgendwie verkaufen zu müssen. Nee, not convinced. Mich müssen ja nicht überzeugen. Ja, mit Mikrofon. Mich müssen ja nicht überzeugen. Sie müssen die anderen überzeugen. Und mit dem, was Sie im Moment machen, überzeugen Sie ja eben noch nicht genügend. Das scheint so zu sein. Gut, wenn es keine weiteren Anmerkungen gibt, dann würde ich gerne eine Schlussrunde sozusagen nochmal machen. Ich habe es eingangs ja gesagt, ich vertrete hier ja die Bundesarbeitsgruppe Digitale Infrastruktur hier im Wirtschaftsrat und würde gerne einmal nochmal sozusagen die gesamten Panelisten auffordern, was sind denn aus Ihrer Sicht die Themen, mit denen wir als Bundesarbeitsgruppe Digitale Infrastruktur uns in den nächsten Monaten befassen sollten? Was sind sozusagen die Hebel, mit denen wir das Thema digitale Infrastruktur zur Stärkung eines Innovationsstandortes zu fördern, vorantreiben können? Ja? Also was sind die Kernthemen? Jeder vielleicht ein, zwei, drei Kernthemen, die wichtig sind, einen Blick darauf zu werfen. Ja, ich kann gerne mal starten. Ich glaube, und Herr Breit hat es ja vorhin gesagt, mit Digitalpolitik gewinnt man nicht unbedingt Wahlen. Und aus einer Vernunft steht es doch irgendwie immer im Programm drin. Ist es, glaube ich, im Lichte von anstehenden Europawahlen und dann auch bei Bundestagswahlen, soweit ist es in Deutschland ja auch nicht mehr hin, einfach gut, wenn alle Akteure und den Wirtschaftsrat und die entsprechende Gremien, zähle ich mit dazu, insgesamt dafür Sorge tragen, dass Digitalpolitik und deren Bedeutung im Fokus bleibt, beziehungsweise die Bedeutung einfach hat in der politischen Diskussion, die es haben sollte. Ich will jetzt die Temperatur in der Küche für die Kolleginnen und Kollegen im anderen Ministerium jetzt nicht weiter erhöhen. Insofern nehme ich das zur Kenntnis, habe vielleicht sogar gelächelt. Aber am Ende ist der Punkt, ich glaube, dass es wirklich auch notwendig ist, dass man diese Debatten, insofern haben Sie eigentlich vollkommen auch recht mit dem, was Sie sagen. Man muss es am Ende auch von denjenigen ausdenken, die es nutzen müssen. Das sind die Menschen und quasi nicht die Unternehmen alleine, sondern es sind Menschen, die Technologien nutzen wollen. Ob sie das im Unternehmen tun, im Privaten oder im Prinzip quasi in ihrem täglichen Tun, ist eigentlich irrelevant. Aber man muss es vom Endkunden her denken, das ist manchmal der Bürger und manchmal ist es der Konsument, aber die Geschichte muss von dort aus erzählt werden und nicht nur als Infrastruktur. Das habe ich selbst getan, aber das ist ein Hard Sell. Also ich spreche jetzt hier mit dem Hut vom Co-Vorsitz von der Bundesarbeitsgruppe Cybersicherheit und ich würde mich freuen, wenn wir die Themen mehr integrieren können. Also für uns geht es ganz klar um Resilienz, um Ausfallsicherheit und um diesen Gedanken Security by Design, das so zu verankern, dass wir einfach weniger Ausfälle haben. Wir leben jetzt nicht gerade in den sichersten Zeiten und wir sehen das seit ein paar Jahren, dass die Einschläge einfach immer größer werden und näher kommen. Und wir müssen da alle zusammen sitzen, um das wirklich von der Basisinfrastruktur da reinzuziehen. Ja, also von meiner Seite vielleicht der Punkt am Anfang, dass deutlich über 80 Millionen Augenpaare auf uns als Branche gerichtet sind, dass wir die richtigen Weichen stellen, damit wir eben diese Digitalisierung, damit wir diese tollen Themen der von der Industriegesellschaft zur Wissensgesellschaft dann auch hinstellen können. Ich teile im Übrigen auch Ihren Rückkopplung, dass man nur durch die Augen der Konsumenten das dann auch ehrlich beantworten kann. Das ist ja das Dilemma bei Sprunginnovationen, dass es, wir haben ein hochgezüchtetes VDSL-Netz, was irgendwie noch ging und dieses blaue Auge in Corona-Zeiten hat funktioniert, aber wenn man jetzt da eben jetzt nicht handelt, dann ist es in 2, 3 Jahren, 4 Jahren zu spät. Das ist so die Übung, die wir uns stellen müssen. Deswegen der Wunsch, wir brauchen einen ordnungspolitischen Rahmen, der eben dieses investitionsfreundliche Klima beibehält, der langfristige Planungssicherheit für Investoren ermöglicht, der jegliche Form von Distraction der Bürgerinnen und Bürger fernhält und am Ende des Tages eigentlich auch diesen Schutz der Investitionen und marktmissbräuchliches Verhalten unterbindet. Und Antworten liegen auf dem Tisch. Open Access gibt es in jeder Branche und da hoffe ich mal, dass es in die richtige Richtung geht.
Ja, dann ganz herzlichen Dank an die Diskutanten hier auf dem Panel. Aus meiner Sicht war das eine super informative Runde, die ganz viele Aspekte zusammengebracht hat. Ich habe mitgenommen, was wir eingangs als These sagten, das hat nach wie vor Gültigkeit, sozusagen die digitale Infrastruktur. Das ist das Rückgrat der Digitalisierung, der Innovationen ist von ganz entscheidender Bedeutung, den Fokus weiter darauf zu halten, digitale Infrastrukturen aufzubauen und zu erhalten. Sie sind mehr als nur sozusagen schnelle Internetverbindungen, exzellente Mobilfunknetze und leistungsfähige Rechenzentren. Es müssen mehrere Dinge zusammen gebündelt werden und zusammen gedacht werden. Dazu gehört das Thema Resilienz, Security by Design. Dazu gehören aber auch Innovationen wie künstliche Intelligenz, IoT, all die Themen, die wir kurz angerissen haben. Die Digitalpolitik, die muss im Fokus der Bundesregierung bleiben, denn wie gesagt, wenn es das Rückgrat der Digitalisierung ist, dann muss auch das Augenmerk weiter darauf liegen. Und über allem steht, dass Digitalisierung für den Menschen da ist und deshalb sozusagen vom Menschen her kundenzentriert gedacht werden muss. Und das Ganze muss münden in einen wunderbaren Ordnungsrahmen, der investitionsfreundlich ist und den investierenden Unternehmen Planungssicherheit gibt. Das wäre sozusagen waren vielleicht doch mehr als 4, 5 Sätze, aber einmal zusammengefasst sozusagen das Ergebnis dieser Debatte. Und wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie dabei waren, und ganz herzlichen Dank hier an das Panel. Applaus